Ja, diese Münze hier steht für Tapferkeit. Um welche Münze es geht, bleiben Sie dran, bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Horst Weber, Apollo Edelmetalle. Ja, abonnieren Sie gleich unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Und am Ende freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben, wenn es Ihnen gefallen hat. Ja, um was geht es heute? Es geht heute um die altehrwürdige Royal Mint. Die Royal Mint gibt es tatsächlich schon seit 886, hat die ersten 1100 Jahre in London ihren Sitz gehabt und seit 1980 sitzt sie im Süden von Wales, also Royal Mint. Und ich habe die Royal Mint vor Jahren gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber jetzt erst seit der C-Situation ist die Royal Mint mir immer stärker ins Bewusstsein gekommen. Warum? Aus dem Grund, weil viele andere Münzprägestätten natürlich Knappheit hatten. Wir haben jetzt auch wieder die Situation, American Eagles, US Mint, kommt nichts und wenn damit riesen Aufschlägen. Genauso bei der Perth Mint, da hätte ich gerne noch einige 1 Kilogramm Münzen, gibt es momentan auch keine. Also von der Seite her war die Royal Mint auch eine spannende Alternative. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht mit den 6 Top Silberanlagemünzen, da war auch von der Royal Mint die Britannia dabei, die es ja auch schon lange gibt, die man aber jetzt letztes Jahr das erste Mal im Programm aufgenommen haben, was auch eine wunderschöne Silbermünze ist. Auch natürlich eine Goldmünze. Und heute habe ich einen ganz tollen Knaller dabei. Und zwar nennt das sich Valiant. Valiant steht aus dem Englischen für tapfer, Tapferkeit. Und zwar die Münze für die Helden unter uns. Wäre also ein tolles Geschenk für ihre Kinder. Ich zeige Ihnen gleich nochmal die Münze im Einzelnen, aus was die besteht, wie die aussieht. Aber hier haben wir die 10-Unzen-Münze. 10-Unzen-Münze sind 311 Gramm Feinsilber. Ganz, ganz hohe Qualität haben wir hier, nämlich auch 4-9er, 4-9er. Wenn Sie sich den Unterschied fragen, was ist der Unterschied zwischen 3,9er und 4,9er? Es liegt einfach daran, wenn man das wieder industriell verarbeiten will, was hier natürlich zu schade wäre bei so einem Kunstwerk, dann ist beim 4,9er kann ich sofort einschmelzen und nutzen und beim 3,9er habe ich halt noch einen Produktionsschritt mehr. Ja, also, dann schauen wir uns doch mal die Münze gleich im Einzelnen an. Davor noch. Seit wann gibt es die eigentlich, diese Valiant? Valiant steht ja eben für tapfer, Tapferkeit. Die steht auch für den Dreiklang Sieg, Mut und Ehre. Was gibt es davon? Es gibt eine 1-Unzen-Münze und diese 10-Unzen-Münze. Mehr gibt es davon gar nicht. Und das erste Mal wurde die aufgelegt 2018. Also gibt es jetzt seit 18, 19, 20. Jetzt haben wir hier gerade 21. Die 1-Unzen-Münze haben wir jetzt momentan gar nicht bekommen, weil da war mein Lieferant jetzt auch die Aufschläge zu hoch. Deswegen haben wir jetzt die 10-Unzen-Münze hier. Und jetzt schauen wir uns mal die Münze im Einzelnen an, wie toll die wirkt. So, wir haben jetzt hier auf der Bildseite, hier haben wir den heiligen St. George, der hier gegen den Drachen kämpft. Und man sieht es auch hier, der heilige St. George hängt ein bisschen auf der Münze raus, was das Bild noch interessanter macht. Wir haben hier tolle Linien entsprechend angeordnet, die hier so den matten Eindruck bringen. Der Drache ist hier etwas herausgehoben, besser gesagt, sieht aus wie poliert. Na, also wir haben hier einen matten Hintergrund, polierten Drachen. Wir haben hier die 10 Unzen Feinsilber in der hohen Qualität von 3x9,9, also 4,9er von 2021. Was gibt es dazu noch zu sagen? Spannende ist, die Haut und die Zähne des Drachen, wenn man sich das hier anschaut, heben sich tatsächlich von der Münze ab und spiegeln die Wildheit des Ungeheuers und seine angreifende Haltung gegenüber dem Ritter wider. Okay, die Kleidung des Ritters, seine Position in der angreifenden Vorderansicht und die kleinen Details des Sattels seines Pferdes. Also es ist wirklich sehr detailreich ausgearbeitet. Und das Spannende ist dran, dieses Motiv gab es tatsächlich schon, da gibt es, und zwar auf dem 200 Jahre alt Gold Sovereign, da ist ein ähnliches Motiv drauf vom heiligen St. George, vom Schutzheiligen der Insel und der eben hier, natürlich geht es auch hier um eine Frau in dieser Geschichte, hier gegen den Drachen kämpft. Man sieht auch hier schon, der Drache, der erscheint horizontal, der Ritter diagonal und die Schwänze des Pferdes und des Drachens sind kreisförmig angeordnet. Na, das sieht man hier unten dann schön. Etienne Miller war der Mann, der für das Design verantwortlich ist. Der hat es geschafft, eine sehr wichtige Geschichte in der historischen Erzählung des Vereinigten Königreiches perfekt einzufangen.
Ja, wenn man uns mal die Seite jetzt von der Königin Elisabeth anschaut, da sieht man deutlich, mit welcher Sorgfalt auch die Krone herausgearbeitet ist. Die nennt sich jetzt Incuse, das heißt, das Bild ist in die Münze etwas nach unten eingefräst. Ich will es mal so sagen, es gab mal eine Maybelieve Incuse, da war das Ahornblatt nicht direkt auf der Münze, sondern etwas vertieft in der Münze. Und so ist es hier auch. Wir fangen das vielleicht nochmal von der Seite ein, dass Sie sehen, was dieses Incuse bedeutet. Ja, hier sieht man also einmal, die Seite ist zum einen mal geriffelt und hier sieht man dieses Bild, wie das in die Münze eingelassen ist. Das nennt sich Incuse, eben ähnlich wie bei Maybelieve Incuse, wo eben das Ahornblatt in der Münze eingelassen ist. Und wo, ja, so eine, es ist etwas vertieft in der Münze. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Motiv. Auflagezahlen sind keine bekannt. Ich weiß nur, 2019 haben die von der 1-Uns-Münze etwa nur 100.000 gemacht. Also kann ich mir vorstellen, von dieser 10-Uns-Münze wird natürlich viel, viel weniger gemacht. Die Royal Mint gibt unbegrenzte Menge an, aber tatsächlich denke ich mal, das werden nur ein paar tausend Stück sein, weil wir wollten jetzt nachbestellen und es war bereits schon wieder ausverkauft. Also es gab schon nichts mehr. Das geht momentan extrem schnell. Das heißt, die Münze kommen auf den Markt, sind weg, ich kann einmal bestellen und dann meistens sind die momentan ganz schnell vergriffen. Na, hinter dem Kopf sieht man wieder entsprechende quadratisch angeordnete oder kleine Punkte sind hier geformt und ja, das sieht schon toll aus. Also wie die Krone hier rauskommt, wie das Haar hier rauskommt, sogar den Ohrring sieht man hier genau abgehoben. Ne? Vor allen Dingen dieses Münzbild, das so den Dreiklang schafft zwischen Sieg, Mut und Ehre, das sieht natürlich auch Weltklasse aus. Und wenn Sie das mal in der Hand haben mit diesem heiligen St. George gegen den Drachen, der hier der Drachentöter ist, denke mal, da werden Sie viel Freude haben. Also die Münze kommt super an. Wie gesagt, ich kann es Ihnen empfehlen. 10 Unzen, legen Sie sich mal ein, zwei, drei von diesen Stückchen zu. Ich denke mal, das wird in Zukunft richtig spannend werden. Und vor allen Dingen auch, das macht auch Freude, das Münzbild mal hervorzunehmen und auch mal anzuschauen. Ja, ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Geben Sie mir einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal, geben Sie das Video gerne weiter und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.